Frage, da oben lang oder? Warum ist hier so eine Sprungschanze, wenn hier unten nichts ist, wo wir reinspringen können? Das war blöd gesprungen. Klasse. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Deswegen bin ich nicht gesprungen. Es ist blöd, dass man in der Safe Zone nicht diesen Enterhaken benutzen kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen daneben. Mal gucken. So eine Ramsau wieder. Und natürlich noch so mit dem Hammer. Ist ja Hammer, Hammer hart. Überall Militär. Ja, stimmt, da sind ja auch Militärtypen gewesen. Wird langsam dunkel. Mist. Hilfe! Hilft mir, Brüder! Ich kann diesen Altar nicht alleine schützen! Ja. Bitte! Schon wieder einen Altar beschützen. So, das ist da unten. Oh, wo geht's denn da hin? Oh lala. Das sieht ja interessant aus. Wo führt's denn da hin? Okay, da müssen wir hin. Ah, okay. Können wir hier rein? Rein. Schade, in den Wohnwagen können wir nicht rein. Das ist gemein. Thank you.
Okay. Oh Mann. Es dauert nicht mehr lange, bis es Nacht wird. Okay, wir entfernen uns sowieso, aber die Neugier ist leider zu groß. Boah, Mann, erschreck mich doch nicht, du Arsch. Kommst einfach aus der Ecke raus. Ja. Da drüben ist die Sicherheitszone, nicht hier. Und warum wurde das jetzt erst jetzt freigeschaltet, nachdem ich hier reingegangen bin? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Toll. Was ist denn dann hier? Wenn ich mal fragen darf. Hier fühle ich mich echt sicher. Keine Tür, gar nichts. Die Tür liegt hier vorne. Plakat. Dann holen wir den Buggy mal her. So.
Okay. Die Leiche hier scheint wohl sehr frisch zu sein. Weil die noch nicht angerührt wurde. Aber vielleicht sollten die auch gar nicht gefressen werden und die wurden gefressen. Okay. Scheiß Selbstmörder mal wieder. Hab mir wieder nur Scheiße eingebracht. Das ganze Militär hier.
Ach, du meine Güte, der mutiert auch noch. Komm schon, öffne dich schon. Das kann auch nicht angehen. Jemand mit einem großen Hammer. Zumindest hört sich das so an. Oh nein, nicht schon wieder. Tja, da haben wir ja das mysteriöse Geräusch. Das ist nur so ein schreiendes Balk wieder.
Aha, hier ist ein Kind reingefallen und es hat sich so lange ernährt, wie es ging. Oder es wurde ernährt und dann irgendwann ist es doch gestorben. Woher kommen all diese Konserven? Alter, das ist echt krank. Ja. Entweder das Kind ist hier reingefallen oder es wurde hier reingebracht. Kann sein, dass das auch hier einfach... Nee, ich meine, sonst hätte man das so bestimmt nicht gefüttert, wenn man es hätte umbringen wollen, oder? Weil ist das einfach nur hier reingefallen und man konnte das nicht mehr rausholen. Quasi, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Mit der Leine nach, ne? Könnte meinen, das sind Piranhas. So, hier bin ich hergekommen. Oh, ein Käse. Achso. Okay, gelb ist der Weg hinein und blau ist der Weg wieder hinaus. Gespannt, was uns am Ende des Seiles erwarten wird. Da bin ich mal gespannt, was uns am Ende des Seiles erwarten wird. Wir haben die versucht, so zu fliehen und das Kind ist zurückgeblieben. Oder irgendwas in der Art. Na komm. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Gedacht hat, hier haben sie versucht zu fliehen.
Okay, weiter geht's. Die sind aber auf der Strecke geblieben, anscheinend. Wo führt uns das überhaupt hin? Muss das mal auftauchen wieder. Boah. Und weiter geht's. Okay. Okay, ich höre. Das, da drinnen ist mein Kind. Bitte lassen Sie es nicht verhungern. Lassen Sie es nicht leiden. Er ist der einzige Überlebende gewesen, oder? Er wurde eindeutig von so einem Fall getroffen. Hier können wir nichts mehr machen. Netter Armbrust. Jagen Sie zwei irgendwas? Ja, ein gottverdammtes Monster, das unsere Vorräte klaut. Ich hab's angeschossen, aber es rannte in diese Höhle. Haben Sie es da drin nicht gesehen? Ist vielleicht auch besser so. Schließlich ist es verwundet. Toll. Die beiden haben's also getötet. Den Typen. Okay. Die Quest haben wir also auch. Wo ist das hier? Uff. Das ist ganz schön weit weg. Nee, wir fahren erstmal wieder zurück und geben die Mission ab, würde ich sagen.
Meine Güte, sind wir weit aber durch den Tunnel gekommen. Vermisste Person. Super. Lass mich in Frieden, der blöde Kotzer. Oh Gott, der ganze Strand ist voll mit diesen Kotzern. Oder Kröten, oder wie die Dinge genannt werden. Ich nenne sie einfach immer noch Kotzer. Nein, großer. Oh Mann, der ganze Strand ist voll gekotzt. Hier soll eine vermisste Person sein. Das muss sie sein. Ja, dort. Crane hier. Habe gerade noch einen Toten gefunden. Es ist ziemlich sicher einer von deinen Leuten. Jemand kommt, um die Leiche zu holen. Vielen Dank. Ah ja. Noch irgendwo irgendwas. Achso, wir sind ja auch schon gleich da. Irgendwie ist Laufen irgendwie viel schneller als das mit dem Autobahn. Hier? Ach so, das schon wieder. Oh, bin ja total vorbeigelaufen. Bilal, diese Schreie in der Stadt, das waren keine Dämonen, sondern Schreihälse. Schreihälse? Infizierte Kinder, bedauernswürdige Kreaturen. Oh, nennt ihr die in Haran so? Wir haben die auch schon gesehen. Die Leute hier wissen nicht genau, ob sie Angst oder Mitleid haben sollen. Aber ihr wisst, dass es keine Menschen mehr sind, oder? Hey, etwas zu wissen heißt noch lange nicht, es auch zu akzeptieren. Kannst du dir vorstellen, dass jemand wie Yazir sein Messer zückt und ein Kind absticht? Selbst wenn es ein Zombie ist? Wir haben die letzte Vertrauensstufe erreicht. Yes. Wir haben den höchsten Rang erreicht. Nice. Das ist echt nice. Holen wir unser Buggy her.
Okay. Da ist unser Fahrzeug. Haben wir irgendwo noch irgendwas? Vermisste Person, ja. Das ist dieser mit dieser mit diesem Damm da, ne? Sehr schwierig. Puh. Aber das kriegen wir auch noch hin. Es wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ja. Wollte ich nicht, ich wollte das Ding zerlegen, genau. Entwürfe. Mal sehen. Womit können wir die Machete dann noch gut ausstaffieren? Bluten Stufe 2. Wucht Stufe 2 können wir nicht. Nee, Elektro. Bluten, Stufe 2. Feuer, Stufe 2. Wucht, Stufe 2. Bluten, Stufe 3. Dann gibt es noch was Höheres. Feuerstufe 3. Nee. Sehr schön. Okay. 1 Kilometer dahin.
Genau da. Wir laufen erstmal da lang. Was heißt hier laufen? Wir fahren natürlich. Okay, dann wollen wir mal.